Hallo und herzlich willkommen zurück zur vierten Folge von Stardew Valley. Und mir fällt einfach mal auf, dass es nicht regnet. Obwohl der im Fernsehen gesagt hat, dass es regnet. Mensch, ist ja wieder eine Realität mit der Wettervorhersage. Da haben die auch nicht immer recht. ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Hintergrundgeräusche, falls ihr das hört. Das ist mein Ventilator. Das ist heute für meine Verhältnisse einfach zu warm. Ich weiß gar nicht, wir hatten, als ich arbeiten war, um die 25 Grad und es ist für mich schon zu warm. Ja, gebe ich zu. Ich bin eher so ein Mensch, ich bin halt eher so ein Frühlings- und Herbstmensch. Die Temperaturen gefallen mir halt eher. Super. Aber alles, was da drunter und drüber liegt, ist halt absolut nicht mein Wetter. Ja, mit den Fischen haben wir ja zum Glück relativ viel Kohle gemacht. Ich meine, 1700 ist schon echt nice. Überlegen, was ich hier machen wollte. Weil ich hatte mir eigentlich überlegt gehabt, nochmal angeln zu gehen. Aber wenn jetzt hier es heute nicht regnet, dann sollte man den Tag auch anders nutzen. Schauen wir mal. Ich weiß auch noch nicht gar nicht, wie die zweite und dritte Folge bei euch angekommen ist, weil die zweite Folge kommt heute online, anderthalb Stunden. Ich habe mir gedacht, ich werde die Folgen immer so um 18 Uhr raushauen. So, dass man ein bisschen so zum Feierabend hat, ein bisschen entspannt halt, ja, sich zurücklesen kann. Nee, tut mir leid, jetzt komme ich ja noch gar nicht dran. Ich habe hier die Mine noch gar nicht. Oder habe ich die schon? Nee, oder? Okay, mal gucken. Haben wir Zeit. Ja. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wie ihr die zweite, dritte Folge gefunden habt. Gerade die dritte mit dem vielen Angeln und bisschen Deep Talk. Ich habe vor, diesen Sommer viel Zeit mit meinem Teleskop zu verbringen. Ich finde es schön, dass jemand so einen Satz in den Kopf knallt und dann einfach weitergeht. Jetzt so höflich ist, weiß ich nicht. ja, wie ihr den halt in Deep Talk gefunden habt überhaupt und ob ihr euch sowas öfter wünscht. Nein, die Mine habe ich noch nicht, habe ich mir schon gedacht. Und ja, ob wir sowas gerne halt öfter machen sollten. Ich halte mich da auch ein bisschen an euch. Brauchst du etwas von mir? Was ist denn momentan los? Normalerweise haben die Charaktere doch immer zwei Sätze. Und nicht nur einen. Oder ist das neuerdings jetzt durch das neue Update so, dass die am Anfang, wenn man die noch nicht so gut kennt, nur einen Satz haben? Ich weiß es nicht. Aber ja, ich habe in der dritten Folge gemerkt, dass mir das Aufnehmen echt viel Spaß macht. Hätte ich nicht gedacht. Also, beziehungsweise, doch, natürlich hätte ich mir das gedacht. Nein. Anders formuliert, ich habe gemerkt in der dritten Folge, dass ich da langsam halt eine Sicherheit für mich selbst finde, was ich sehr, sehr gut finde, weil in der ersten Folge hat man es, glaube ich, auch sehr gemerkt, dass ich echt nervös war und dadurch halt ja, mir oft genug die Worte gefehlt haben und ich halt viele Themen halt immer wieder vergessen habe. Wir haben viel Glück, in einer kleinen Stadt wie der unseren eine Bibliothek zu haben. Das stimmt. Also wenn ich mir überlege, wir haben auch eine Bibliothek zwar hier, aber ich glaube, die wird einfach nicht genutzt. Das ist das Gefühl. Also ich fand das ganz cool. In der Grundschule hatten wir eine kleine Bibliothek, wo man Bücher ausleihen konnte. Und ich auf dem Gymnasium, glaube ich, später auch. Wenn dich ein Buch verlierst, vergisst du schnell die Realität. Oh ja. Also wenn man alleine überlegt, ich habe die Harry Potter Bücher, glaube ich, die ganze Reihe, glaube ich, 7, 8, 9 Mal durchgelesen, weil mich einfach diese Geschichte so sehr fasziniert und so sehr catcht und vielleicht lese ich deswegen so gern. Oh. Entschuldige, meine Gedanken sind etwas abgeschweift. Ach Penny, hier ist so eine Blume. Danke, sieht nett aus. Okay, ist jetzt auch ein bisschen blöd, ich hätte ja wahrscheinlich eher ein Gespräch angeboten, beziehungsweise Zeit mir die verbracht, statt dir einfach eine Blume an den Kopf zu drücken, aber das ist in dem Spiel leider nicht so einfach. Na, wie war deine erste Nacht in der alten Hütte? Das war eigentlich schon meine dritte, oder? Ja, ich glaube schon.
Dein Großvater hat sich immer über das klapprige Bett beschwert, aber ich bin mir sicher, tief drin hat er dieses Haus geliebt. Bestimmt. Ups, Entschuldigung. Falls ihr es gehört habt, das war der Popschutz. Der ist auch ein bisschen, naja, mehr schlecht als recht hier an dem Tisch angebracht. Aber solange es funktioniert und seinen Zweck erfüllt, ist alles gut. Ja, man merkt, ich habe nicht so viel Plan gerade, was wir hier machen sollen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Also ich finde, dieses Spiel kann man auch einfach. Ich finde, man kann in diesem Spiel auch einfach den ganzen Tag nur rumlaufen und die ganze Atmosphäre einfach genießen. Gerade dieses Meeresrauschen ist einfach so schön, sagte er und wusste gar nicht, ob ihr das hören könnt oder nicht, weil er mit der Charteinstellung immer noch nicht zurechtkommt, muss leider zugeben. Hallo Nolan. Hallo Elliot. Geht's dir gut? Ja, ich bin heute ein bisschen müde, aber ansonsten. Beziehungsweise ich bin eigentlich immer müde, aber irgendwann gewöhnt man sich dran. Ich könnte eigentlich noch ein bisschen Saat kaufen. Ich wollte ja noch Kartoffeln haben. Kartoschkas. Hallo Pierre. Machen wir mal auch 5. Und von denen hier auf 5. So komm, das sollte erstmal reichen. Will es auch nicht übertreiben, weil ich muss das Ganze ja auch immer morgens gießen. Das zieht dann halt auch schon super viel Energie ab und das ist dann ein bisschen doof. Aber ja, vielleicht haben es ein paar von euch schon gesehen. Ich habe es ja auf meinem Twitter-Account, meinem Instagram-Account schon angedeutet, angekündigt, dass ich ab dem Wochenende auch Sims 4 aufnehmen werde. Warum? Ach egal. Ich dachte, das hätte aufgeblinkt. Ja, ich ab dem Wochenende auch Sims 4 aufnehmen werde und hochladen werde. Mein Problem bei Sims 4 ist einfach, das ist für mich ein Spiel, was ich nicht einfach so spielen möchte, sondern halt auch ein bisschen, ja, eine Art Drehbuch machen möchte, dass man halt durch das Spiel schon ein bisschen eine Geschichte erzählt. Ein Charakter namens Nolan, haha. Und ja, möchte da halt ganz einfach auch ein bisschen halt, ja, Storytelling machen. Und das ist nicht so einfach, weil man da halt, also ich bin da so ein Mensch, ich muss da erstmal eine Vorbereitung machen, mir einen Plan schreiben, etc. pp. Und erst wenn der steht, kann ich dann so für mich aufnehmen. Vorher ist das für mich, nee, vorher fühlt sich das für mich nicht richtig an, wenn ich einfach so anfange, ohne wirklich einen Plan zu haben. Das ist auch momentan, Alter, sieht's hier aus. Naja, das ist momentan auch mein Problem, was ich bei Stardew Valley habe, dass ich noch nicht so ganz raus habe, wie ich jetzt alles angehe am Anfang, weil am Anfang gibt es halt echt super viel zu tun. Hallo Lea. Es gibt wirklich eine Menge Wildpflanzen in diesem Gebiet, wenn du weißt, wo man suchen muss. Ich gönne mir fast jeden Tag einen frischen Salat. Die Frau lebt hier gesund. ja, wie gesagt, also in diesem Spiel hier kann man so viel auf einmal machen und es ist erdrückt einen halt einfach, weil so viel Energie hat der Charakter gar nicht und wow, Lehm. So viel Energie hat der Charakter gar nicht und so viel Stunden hat der Tag auch nicht. Ist ja wie in der Realität. Dass man sich manchmal wünschen würde, dass der Tag ein paar mehr Stunden hat. Aber ja, zurück zum Thema. Ich bin halt so ein Mensch, der einen Plan braucht bei gewissen Projekten. Und gerade bei Sims 4 brauche ich einen, weil es ist halt auch wieder so ein Spiel, was halt einem unendlich viele Möglichkeiten bietet. Unendlich viele. Und da passend am Freitag, den 22. Ist auch kein Mist, ist der 22. Ja. Freitag, der 22.06. Das neue Erweiterungspack rauskommt zu den Jahreszeiten. Dachte ich mir so, hey, kann man ja gut verbinden, dass du dann halt am Wochenende mit deinem Let's Play anfängst zu Stardew Valley da schon. Ja, guten Morgen, Nolan. Zu Sims 4.
Da ich mir Erweiterungspack EV bestellt habe und eigentlich privat auch super, super gerne Sims zocke und ich immer mal sagen muss, ich habe bei Sims 4 nicht so den Suchtfaktor wie bei Sims 2 und ich weiß nicht warum. Also ich weiß nicht, was mir fehlt, aber irgendwas fehlt mir halt in Sims 4, was ich in Sims 2 hatte. Frag mich bitte nicht, was, ich weiß es einfach nicht. Also ich habe halt wirklich Sims 2 mehr gesuchtet, als ich es momentan bei Sims 4 tue, muss ich leider zugeben. Ja, aber es wird ja auch, also das Projekt Sims 4 wird auch nur alle 2 Tage kommen, weil ich ja immer noch einen Job neben YouTube habe und das ja momentan nur ein Hobby ist, beziehungsweise ein Projekt, was ich gerne in Angriff nehmen will. Und ja, wird dann auch nur alle 2 Tage kommen. Uhrzeit muss ich dann gucken. Das werde ich aber dann, denke ich mal, vorher noch ankündigen über Instagram und Twitter. Was übrigens beides in der Beschreibung der Videos steht, wenn ihr gucken möchtet. Da steht auch der Link zur offiziellen Seite von Stardew Valley. Wer sich über das Spiel informieren möchte und es halt noch nicht kennt. Ja. Und auch auf meinem Kanal findet ihr auch einen Link zu der Dame, die mein Profilbild gezeichnet hat und auch mein Banner designen wird, sobald es ihre Zeit hergibt. Die liebe Shiro, da bin ich auch sehr, sehr dankbar drum, dass ich sie an meiner Seite habe und sagen kann, voll stolz sagen kann, das ist meine Designerin für dieses Projekt, worum ich sehr, sehr dankbar bin. Langsam erschöpft. Das ist doof. Na, vielleicht gehen wir noch kurz in die Kneipe, um mit noch ein paar Leuten zu quatschen. Und ja, ihren Link zu ihrem Twitch-Channel findet ihr auch auf meinem Kanal, in meiner Kanalbeschreibung. Und ja. Ich bin ja kurz ins Faden verloren. Das ist immer dieses, wenn man sich so kurz nicht konzentriert. Das ist echt schlimm. Sollte mir vielleicht auch mal für Valley Notizen machen, was ich so in der Folge bequatschen möchte. Ach ja. Wow. Ist ja nicht viel los hier. Shane. Hi. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Doch so freundlich. Ja, super. Dankeschön. Liebe Pam, ich habe mich schon den ganzen Nachmittag auf dieses Getränk gefreut. Okay, sie sagt dann immer dasselbe. Alles klar. Hey, du siehst aus, als könntest du ein Getränk vertragen. Ach so. Ja, wow. Diese Hunde stehen alle. Ich hoffe, du achtest bei deiner Arbeit auch auf die Umwelt. Das Ökosystem des Tals ist sehr empfindlich. Wo ich das weiß, ich habe ein gutes Bauchgefühl. Gut, wenn man jetzt nach Schubladen denken gehen würde, wäre jetzt, ach Clint, wäre jetzt Emily so ein bisschen Hippie. Das Öko-Hippie vor allen Dingen halt dann. Ja. Das Geschäft läuft in letzter Zeit etwas langsam. Du sollst deine Werkzeuge verbessern. Ich könnte das Geld gebrauchen. Ja, mach mal langsam. Ich brauche selber erstmal das Geld dafür. Würde ich ja gerne. Rot. Sehr gut, die Rezepte bringen mir jetzt noch nicht so viel. Kauf mal einen Salat für die liebe Lea. Vielleicht schmeckt ihr Lea auch. Nicht nur der Salat, den sie selbst zubereitet, wo ich mir gut vorstellen kann, dass der gut schmeckt. Je nachdem, was da drin ist. Weil alles mag ich auch nicht. Also ich mag zum Beispiel keine Pilze. Aber ansonsten bin ich eigentlich, was Salat angeht, relativ offen, sage ich jetzt mal. Ja, zack. Haben wir heute gar nicht so viel geschafft, noch gar nicht so viel verkauft. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ja, ich bin mal gespannt, wie euch auch das Sims 4-Projekt gefallen wird. Ich bin noch mal gespannt, wie ich das überhaupt angehen werde. Schauen wir mal. Was ist denn morgen für ein Wetter? Klar und sonnig sein. Mist. Hätte ja klappen können, dass ich nicht gießen muss. Muss ich aber leider. Leider auch keine Energie mehr. Hilft nichts. Muss ich ins Bett. Ich
Alles klar, Leute. Entschuldigt bitte für dieses etwas chaotische Gerede dieses Mal. Ich bin echt ein bisschen müde und die für mich Hitze macht mir ein bisschen zu schaffen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zusehen. Ciao. War ja klar, dass wir ein Level-Up mir die Tour vermasselt. Ach ja, jetzt aber. Tschüss.